Hey, ich bin Konrad, Interior Designer bei IKEA und heute gibt es eine weitere Folge Shop with Me. Wir sind zum einen bei IKEA Brunnthal hier bei München, aber auch bei mir zu Hause und ich zeige euch heute meine Hidden Champions. Ein Produkt, was ich heute auf jeden Fall mitnehmen und in meiner Wohnung integrieren möchte, ist die neue Farbe von Eckert. Ihr kennt ihn wahrscheinlich in Grau oder in Weiß, aber mit farbigen Würfeln schafft ihr ganz schnell ein schönes Ambiente bei euch zu Hause. Ein großer Interior-Trend sind Metallschränke und Metallmöbel. Und dazu passen ist unser Hellan-Schrank. Der Hellan-Schrank ist eigentlich für die Büromöbelabteilung, aber ich glaube, ich platziere den bei mir im Schlafzimmer. Auf jeden Fall nehme ich heute noch die Per-Johann-Bank mit. Die ist aus Naturholz und zwar aus Kiefer und ihr könnt es individuell nach eurem Geschmack einfach umlackieren. Außerdem hat sie einen praktischen Griff und noch Stauraum. Wir sind jetzt zurück vom Einkaufen und bauen jetzt mal die ganzen Eckets auf. Ganz wichtig ist die Anleitung. Ich sortiere mir das meistens immer ein bisschen. Dann noch eine Schüssel, falls es doch Schrauben gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Also bei Eckert gibt es auf jeden Fall noch eine Bohrschablone. Also wenn ihr das an die Wand bringen möchtet und so weiter, einfach das rankleben und dann könnt ihr auch mehrere von den Bohrschablonen nebeneinander setzen und dann könnt ihr ganz einfach die Löcher für die Befestigung machen. Okay, jetzt suche ich mir die Teile zusammen. Die 1, sehr gut. Dann brauche ich auf jeden Fall so ein Seitenteil zum Reinrutschen. Genau, eine Seite ist drin. Okay, das Seitenteil ist drin. Am besten ist ein Gummihammer verwenden, wie es in der Anleitung auch beschrieben ist. Und dann kommt schon die Rückwand rein. Genau, perfekt. Und damit das die Rückwand nicht verrutscht, müssen hier noch an der Rückwand so kleine Hülsen reingesteckt werden. Und dann steckt man das hier so seitlich rein. Und mit den Endhülsen kann man das dann noch festziehen. Dann rutschen die auch nicht mehr raus. Das Regal ist fertig. Ich baue jetzt noch weitere 8 Stück auf und dann ist mein Quadrat fertig. Ich habe Eckert jetzt als Quadrat an die Wand gehängt. Mit den zusätzlichen Wandschienen. So hat man überhaupt keine Bohrlöcher an der Rückwand und es sieht einfach super schön aus. Besonders wichtig, wenn das Regal offen ist. Auf jeden Fall wollte ich eine offene Aufbewahrung direkt an meinen Esstisch und generell zentral in meiner Wohnung, denn das strahlt immer gleich Wohnlichkeit aus. Das offene Regal von Eckert passt super zu meiner braunen Wandfarbe, denn es nimmt sich positiv zurück. Ton in Ton ist generell gut zu arbeiten, wenn man größere Möbelstücke hat oder Möbelstücke auch etwas verschwinden lassen möchte. Beim Einrichten des Regals wäre mir wichtig, dass ein guter Mix drin ist. Aus schweren Elementen und aus leichten Elementen. Ich habe mich für Dekoration entschieden mit ein paar Vasen, aber auch schöne Fachbücher. Außerdem habe ich auch noch passend zum Esstisch noch ein paar Weingläser dazu gepackt. Das wirkt auch nicht so schwer. Und generell die Bücher in die Mitte gepackt. Alles so ein bisschen im unteren Bereich, das Schwere und das Leichte nach oben. Ihr könnt das offene Regal auch ganz einfach schließen mit einer Vitrinentür oder, wenn ihr Boxen lieber habt, mit der Kugelsbox. Auf dem Sideboard habe ich meine Sammelleidenschaft zu Kerzenständern, alle in den Stahlfarben. Auch die sind untereinander Ton in Ton und bilden so eine schöne Einheit. Generell gibt es von Eckert viele verschiedene Farben, auch neutrale Farben wie Weiß und Schwarz. Aber man kann es, je nachdem wie es einem gefällt, auch wild mixen. Für mich war es wichtig, das so wie in ein Quadrat anzuordnen und bei dem Fenster die Außenkante zu nehmen. Denn Linien aufgreifen im Wohnraum ist immer gut, denn das bringt Ruhe rein.
Den quadratischen Würfel von Hellern habe ich schon mal aufgebaut und in Reihe gestellt und so ein langes Lowboard kreiert. Ich habe es bei mir im Schlafzimmer und ich habe zusätzlich mit einer Dröhnerbox gearbeitet. Die kann man ganz einfach rausziehen, da seine Klamotten reinpacken und den Schrank wieder schließen. Außerdem gibt es von den Hellern Schrank noch eine zweite Größe. Hier habe ich zum Beispiel meine Malerutensilien und auch noch meinen Staubsauger drin. Ihr könnt den Schrank auch ganz einfach mit einem Vorhängeschloss verschließen. Zum Beispiel, wenn ihr giftige Chemikalien zu Hause habt oder irgendwie Malerutensilien oder Waschmittel. Einfach Schloss dran und die Kinder kommen nicht dran. Neben Eckett und Hellern habe ich noch ein paar weitere Hidden Champions, und zwar den Iva-Schrank und natürlich auch die Per-Johan-Bank. Beide sind aus Naturholz in Kiefer und ich habe beide in so eine Naturbeize lasiert. Die ist eigentlich eine Outdoor-Farbe, was zum Beispiel ganz gut ist bei der Per-Johan-Bank, weil ich habe die im Badezimmer und so ist sie vor Nässe geschützt. Und ich finde hier zum Beispiel, der Iva-Schrank ist wieder Ton in Ton zur Wandfarbe und fügt sich gut in mein Wohnkonzept mit ein. Der Iva-Schrank eignet sich super, denn ihr könnt ganz einfach mit einem Kronenbohrer in das Vollholz bohren und so die Kabel durch den Schrank führen. Das habe ich auch mit meinem Fernseher gemacht und mit meinem Router und so ist alles schön aufgeräumt. Bitte nicht beachten, es ging ein bisschen schnell beim Streichen, also da muss ich glaube ich noch mal ran. Ich habe mir von der ganzen Iva-Serie nur den Schrank ausgewählt, denn diesen kann man an die Wand anbringen und er hat auch genügend Stauraum und ist auch nicht so massiv wie der tiefere. Das waren ein paar Hidden Champions, die es bei mir in die Wohnung geschafft haben. Habt ihr ein paar Produkte von IKEA, die ihr auch gerne individualisiert? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge von Shop With Me verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!